Hallo Leute, hier ist Metzgerman. Und dieses ganze Chaos hier ist mein Zimmer. Und ich mache dieses Video, weil ich euch zeigen will, was ich Neues habe. Und zwar habe ich hier vier neue Ibis-Anzeigen aus einem schönen Linienbus. Eine momentan offen, also wir haben hier einmal die große Frontanzeige, einmal hier die schöne Seitenanzeige, Heckanzeige und nochmal die Nummernanzeige für die Seitenanzeige. Das Ganze ist jetzt momentan erstmal relativ verstreut hier. Und was ich da jetzt genau überhaupt erst vorhab, werde ich jetzt gleich nochmal erklären. Ja, im Nachhinein habe ich es dann irgendwie doch nicht erklärt. Also sage ich es jetzt mal ganz schnell. Ich habe quasi vor, die Originalsteuerung dieser Anzeigen außer Betrieb zu setzen und eine eigene Steuerung auf Arduino-Basis zu bauen und zu programmieren, was ich auch bereits mit vier Anax-Innenanzeigen gemacht habe, die ebenfalls in meinem Zimmer hängen, wie man aus dem vorherigen Video auch sehen kann. Und ja, das Ziel ist eben, volle Kontrolle über diese Anzeige zu haben und nicht irgendwie beschränkt zu sein auf, was da in diesem App-Home gespeichert ist. Die ganzen Anzeigen sind übrigens Flipdot-Anzeigen mit LED-Beleuchtung für jeden Pixel. Von der Firma Lavo sieht man hier auch, das war von den Erfurter Verkehrsbetrieben, Baujahr 2001, steht auch innen drin auf den Platinen überall. Jo, also noch nicht allzu alt und funktioniert noch alles super. Fangen wir mal an mit der Frontanzeige. Die hat 16x126 Pixel, ist ungefähr 2 Meter lang und ich glaube 36 cm hoch oder so. Und man sieht hier richtig schön natürlich, schöne Flipdots hier, die sind leider noch ein bisschen dreckig. Aber die alle einzeln zu reinigen dauert dann doch recht lange. Das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Also hier schön Flipdots. So, wenn man sie jetzt mal einschaltet, sieht man, dass sie beim Einschalten zuerst mal alle Pixel ausschaltet. Und das macht sie tatsächlich sogar zweimal. Man hört nämlich noch ein ganz leises Surren, was von links nach rechts geht. Auch wenn dann das alles schon schwarz ist. So, und um das einfach testen zu können, hat die Anzeige hier hinten auf der Steuerplatine. So, wenn man das hier mal vorsichtig rumdreht. Hier hat man übrigens dann die Steuerplatine. Da hat sie hier nämlich eine Taste für alles gelb und eine Taste für alles schwarz. Wenn man jetzt mal hier drauf drückt auf alles gelb, sieht man auch, da wird alles gelb und man sieht auch die LEDs entsprechend. Die LEDs sind immer an, allerdings sind, wenn die Punkte schwarz sind, einfach die Flipdots quasi im Weg. Wenn man jetzt mal hier umschaltet, sieht man einfach, wenn die Kamera mal fokussieren würde. Ich filme das alles leider nur mit meinem Handy, weil ich keine richtige Kamera habe. Auf jeden Fall verdecken die Pixel dann die LEDs und so erscheint es halt, als wäre die LED auch aus. Funktioniert auch alles wunderbar, keine Defekte, also da kann ich mich echt nicht drüber beschweren.